Team Düse. Hi. Schatz. Was ist? Du bist voll unmotiviert. Nein, du musst echt motiviert haben. Ich bin jetzt hier. Ja, echt jetzt. Hi. Hey, Leute, und willkommen bei einem Vlog von uns. Was ist hier da? Wir fahren jetzt Ali abholen. Nuscheln die, nein, Spaß. Und dann fahren wir Wildpark Schwarze Berge. Ja, machen wir das. 25 Grad. Einfach mal. Auf einmal wieder Sommer. Genau, meine Schwester ist auch da. Sie ist hier. Und jetzt steht da, dass wir 50 Minuten dahin bauen. Das heißt, wir werden wieder am Stau stehen. Super. Eine Stunde lang. Statt wie viel? 25 Minuten normalerweise? Ja. Das ist momentan immer so. Das ist, wir verbringen mehr Zeit im Auto als sonst wo. Ja. Nee, hey, ist am tanken. Wir müssen tanken. Es gibt hier super Preise. Heute ist Sale. Das wird günstig. Ja, super. Fahr ich jetzt hier oder da? Ich glaube, da ist man ein bisschen schneller. Wir haben jetzt die kleine Maus wirklich abgeholt. Hallo, Alia. Okay, war nur ein Spaß, wir haben sie nicht abgeholt. Hallo. Ah, wir haben sie doch abgeholt. Alia ist doch da. Wir gehen jetzt Tiere angucken. Wir freuen uns, ne? Schön spazieren an der frischen Luft. Die Tiere angucken, bisschen die kleinen Ziegen, ne? Ja. Weil, ich hoffe, die kleinen Hasen sind dieses Mal da. Oh ja, das wäre süß. Oh, meine Mutter ruft schon wieder an, wie in jedem Vlog. Ja, Mama? Was haben wir vergessen? Okay, wir haben den schon vergessen. Ist nicht so schlimm, wir haben zu Hause genug. Danke! Hier sind Kindersitz drin und hinten liegen Bierpongbecher mit Bällen. Wie aussehen. Wir sind endlich angekommen. Schaut, zum ersten Mal den Buggy raus, oder? Ja, ich höre. Zeig mal, wie das klappt, weil viele haben gefragt, wie der aussieht, wenn er sozusagen kleiner ist. Es ist wirklich nicht viel Platz und der passt hier so easy noch oben drauf und das geht sogar noch zu. Also es ist wirklich... Ich habe sie geschlagen. Oh, Schatz. Und jetzt? Ja, so klein ist das. Zeig mal, wie das geht. So. Und dann nimmt man den hier oben wieder. Also hier an dem Dings. Was ist im Mundschatz? Kaugummi. Achso. So, dann kann man das hier so machen und dann hat er hier noch so eine Fixierung. Schatz, du kaust wie so ein kleines Baby. Hopp. Was machst du da? Das war jetzt gerade nicht so ein Hopp, ne? Nee. Ja, so. Ja. Gott, der ist total und Mila hatte letzte so klebrige Hände, da müssen wir das auf jeden Fall. Müssen wir mal waschen, ne? Mit einem Feucht. Oh Gott, das sieht so schlimm aus. Das sieht echt schlimm aus. Aber ja, das werde ich glaube ich machen. Ist halt in Benutzung. Ja. Letztes Mal waren wir hier und dann haben wir mich auch noch nicht gezeigt. Weißt du noch, Schatz? Das Video war absolut kacke. Standesgemäß erstmal an der Futterkrippe anhalten. Was möchte ihr? Krebs mit Schokolade und Pommes. Also das sind drei Pommes für 3 Euro. Ja. 3,20 sogar. Das ist lächerlich wenig. Und die ist nicht mal geschnitten. Also der Krebs sieht gut aus, aber sonst... Sonst muss es schon sehr gut schmecken, ne? Weil das ist sonst echt frech. Team Düse auf dem Weg, Wildfutter zu beschaffen. Schatz, greif du mal rein. Nee, das musst du jetzt machen. Echt? Okay. Alina, willst du dem Tier nicht was zu essen geben? Ja. Alina will das auch sehen. Ui, oh, oh, hallo. Aber ich mag, also ich habe immer Angst, für Tiere zu füttern. Warum? Oh, Baby. Ja. Mmm, das schmeckt. Komm, du willst auch füttern, ne? Ja. Ich bin ein bisschen sparsamer. Ui, das riecht so süß. Oh, warte. Nicht so viel. Du weißt, wie viel du dem gegeben hast? Können wir gleich mal im Video mal gucken, wie viel du dem gegeben hast. Das ist so ein richtiger Frauenmove. Hier sehen Sie ein schottisches Hochlandrind, von dem Alia sehr doll Angst hat. Und also wirklich, das Essen war eben absolut nicht zu empfehlen. Oh mein Gott. Das ist ein Bienenstock, ne? Das ist der Grund, warum wir noch leben. Oh, es ist einfach so ruhig und friedlich hier, ne? So alles so, so schöne Luft, weil hier überall Bäume sind und so. Wir haben echt so Bock aufs Land zu ziehen, ne? Ja, eigentlich schon. Das ist ja, so schön. Ja. Und dann so Spaziergänge und einfach mal so... Man hört einfach niemanden. Nee, genau. Keine Ahnung, ist nicht. Guck mal, die spielen im Wasser. Süß, ne? Hey, Alia, geh mal eine Brofist. Hier ist gerade dieser Raum mit den Fledermäusen gleich. Das stinkt da mega drin. Traust du dich? Nein.
Mir ist vor allem gegen den Kopf geflogen. Früher war hier mehr los. Aber ich muss mich jetzt auch nicht ankacken lassen. Das ist so schön hier. Wir sind hier gerade wieder im Ziegenfreigehege. Das ist mein Bro. Das ist mein Bro, den habe ich gerade auf dem Arm. Wer der Flüster Aurel hat eine Ziege auf dem Arm. Guck mal, wie süß. Und die ist wirklich so zutraulich. Oh, und die kuschelt. Und die ist echt süß. Warte mal. Oh, die kuschelt richtig. Verabschiede dich von deinen kleinen Babes. Tschüss. Kleinen Abstecher nach Schweden gemacht. Der Elch möchte aber nicht mit uns kommunizieren. Ist richtig warm, ne? Wir haben gerade die Bergtour unseres Lebens gemacht. Schwitzi, schwitzi. Wir haben aber kleine Babyenten gesehen. Ja, Babyenten gesehen. Ja, süß. Die stinken richtig, die Waschbären, ja. Leute. Was mehr ist das? Die riechen ganz doll, ne? Riecht das auch? Mhm. Nicht, ist nicht lecker, ne? Mhm, nicht lecker. Ne. Aber süß sind sie. Die sehen süß aus, aber die haben so richtige Finger, ne? Ja. Ja. Da, siehst du da oben, ist das? Ja. Tschüss. Ciao. Ja, wir waren nur 3 Stunden da. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist the day mit 2 Kindern. Hi. Und schönen guten Morgen, Frau Alena. Ich war gerade einkaufen. Wir brauchten ein bisschen Zeug. Und ich habe in meiner Story schon einen Umfang gemacht. Für diesen Einkauf habe ich einfach nur 11,25 Euro bezahlt. Das finde ich so krass. Findest du das echt krass? Findest du nicht? Bei Rewe sind wir sonst so mit 3 Sachen davon bezahlt 30 Euro. Das ist schon auch wieder. Aber zum Beispiel, der hat nur eins. Hast du die für die Mädels geholt? Die habe ich für die Mädels geholt. Richtig, Schlawiner. Und jetzt wird nämlich gefrühstückt. Und dann wollten wir nämlich eigentlich noch mit den Mädels auf den Bauernhof fahren. Wie geht's Ihnen an diesem Morgen? Gut, wir haben bis 10:30 geschlafen. Wir haben bis 10:30 geschlafen. Ich weiß, die wacht nur viermal wach, aber sonst war alles gut. Wir düsen jetzt zum Bauernhof. Ja, wir fahren jetzt zum Bauernhof. Wir haben gerade Mila abgeholt. Jetzt sitzen die beiden Kids im Pampers-Bomber drin. Wir sind jetzt angekommen und haben uns erst mal hier Waffeln gegönnt. Wir gucken uns Kühe an, die gemolken werden. Und hier ist der Kuhstall. Hier können die zur Massage einfach hingehen. Die eine hat sich entschieden, auf dem Freitag gönnt sie sich heute mal eine Massage. Und das ist total interessant für die Kinder. Ich war Kuh. Ich bin mal gespannt hier, wie das hier ist. Das sieht ja... Oh, Ponys! Oh, sieht das schön aus hier. Wir sind immer noch auf dem Bauernhof. Wir haben gerade richtig schön im Heu gespielt. Das war echt lustig. Und haben nochmal schön Kühe beobachtet. Das finden die Kleinen echt interessant. Und jetzt sind wir hier nochmal bei den kleinen Ziegen. Wir haben, weil wir ja Mila abholen mussten, hat Alia heute leider nicht so lange Mittagsschlaf gemacht. Deswegen ist sie ein bisschen grummelig unterwegs heute. Nicht ganz so, beziehungsweise sie hat heute Morgen nicht so lange geschlafen, ne? Nee, bis sie hat auch nicht so lange geschlafen, deswegen. Mama. Genau, sie will immer zur Mama die ganze Zeit. Wie ein kleines Baby, ne? Ja. Ja, willst du auch gucken? Komm, Hand. Oh, das sind, guck mal. Aber das sind ja Schafe, ne? Oh, da hinten. Ja. Und hier kann man auch Kindergeburtstag feiern. Das erinnert mich so an früher. Ich habe auch mal auf dem Bauernhof Kindergeburtstag gefeiert. Es ist schon echt ganz süß gemacht hier. Schön, schön. Vielleicht, ich glaube mal ein Gummibärchen nehme ich mir hier mal. Besser ist das. Zum Abschluss gönnen wir uns hier alle noch ein kleines Eis. Du übertreibst mal mit Sachen aus, oder? Was hatte ich für ein Gerücht? Ich habe meine abgemacht. Echt? Ich habe mich auch gerade erschrocken. Wer sind sie? Was haben sie mit meiner Freundin gemacht? Ich dachte, sie sieht besser aus. Siehst du auch. Schreibst du mal in die Kommentare, bitte, dass sie es checkt. Schreib mal ohne Wimpern. Ich weiß nicht, es ist so schwer mittlerweile. Keine Ahnung warum. Ich fand das früher da. Ja, du konntest vor allem früher, das immer so richtig fette, ne? Mhm, noch der Qualität. Ja, ihr Lieben. Die Kinder sind im Bett, Alina schläft schon und ich wollte mich jetzt nochmal bei euch verabschieden. Ich hoffe, dass dieser Natur-Tier-Bauernhof-Vlog euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und ich grüße jetzt natürlich auch noch welche, heute leider alleine. Wie gesagt, Alina schläft schon, aber ich denke, das verkraftet ihr auch. Wie gesagt, vielen Dank für euren Support. Wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt Hashtag Teamdüse unten in die Kommentare, dann werdet ihr vielleicht im nächsten Vlog gegrüßt, wenn ihr das möchtet. Schöne Grüße gehen raus, vielen Dank
für die lieben Kommentare an Sami Reiswig, an Anni, an Anna Mali und an Charisma 7. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr Daumen nach oben gebt, schreibt einen Kommentar, wir lesen die alle durch, immer. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Sind ja meistens mehr Aufrufe als Abonnenten, also gucken immer viele, die nicht abonniert haben. Deswegen, wenn ihr guckt, drückt doch einfach mal auf Abonnieren, würden wir uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Team Düse und Alenas hinter der Wand und schläft. Gute Nacht.